Moin, meine herzallerliebsten Krankenhäuser hier in Deutschland, die der Meinung sind, Patienten frühzeitig zu entlassen. Ja, was meine ich denn damit? War letztens wieder in den Medien, ein Patient ist nach einem schweren Herzinfarkt viel zu früh aus dem Krankenhaus entlassen worden, war dann insgesamt anderthalb Tage zu Hause, ist dann mit dem Rettungswagen, mit Notarztbegleitung wieder zu euch ins Krankenhaus gekommen, wo er schlussendlich verstorben ist. Ja, und man hat dann herausgefunden im Nachhinein, Mensch, der hätte noch viel, viel länger behandelt werden müssen im Krankenhaus und hätte noch gar nicht entlassen werden sollen. Ja, ganz genau. Euch meine ich. Was da für ein Grund hintersteckt, ist ja wohl eindeutig, ne? Wie? Profitgeierei. Kohle, Kohle, Kohle. Mehr ist das nicht. Der Patient kommt rein, ganz, ganz schnell, Hudi, 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 mal behandeln und dann schnell wieder weg. Nächster. Müsst es ja abrechnen können. Ne? Ihr kriegt ja für den Notfall als solches in eurer Notaufnahme die Kohle, ihr kriegt auf der Station die Kohle, aber auch nur anteilsmäßig. Und da das notfallmedizinisch ja viel mehr ist, sind die scheiß Patienten, die auf der Station liegen, ja auch nur ein Last. Ne? Die sind ein richtiger Klotz am Bein. Muss man ganz schnell wieder loswerden. Und dann wird der Patient unwissend selber von medizinischen Grundlagen: Oh, ich bin wieder gesund, geil, das Krankenhaus hat mich entlassen, ich kann wieder nach Hause. Geht nach Hause, setzt sich dann, was weiß ich, zu dem Ehepartner und sagt: Mensch, Schatz, ich bin wieder gesund, ist das nicht schön, wie schnell das ging? Und am nächsten Tag ist er tot. Findet ihr das in Ordnung oder was? Ist das euer Ernst? Ihr Wickliger an der Marmel! Ihr seid zur Hilfe verpflichtet, Mann! Was soll so eine Scheiße? Stellt euch mal vor, ich fahr mit dem Rettungswagen wohin, guckt den an, so... Na, wenn ich den jetzt behandle, dann muss ich ja das und das und das und das alles an Verbrauchsmaterial verbrauchen hier. Ne, scheiße, der hat sich ja den Unterschenkel abgerissen, ne? Müsste ich jetzt ein Tourniquet rumbasteln und Verbandmaterial, dann müsste ich doch einen Notarzt nachfordern und Zugänge legen, großblumige, wegen Flüssigkeit und naja, also Kram, Medikamente muss er kriegen und. Ne, das ist scheiße. Ich sag dem Patienten einfach, pass auf. Du kriegst so ein Kinderpflaster, wo eine Eule oder sowas drauf ist. Das klebe ich dir auf die Wunde. Und dann kannst du wieder nach Hause gehen und alles ist wieder gut, oder was? Genau so macht ihr das mit euren Patienten. Ihr lasst sie im Dumm zu Hause sterben, im wahrsten Sinne des Wortes. Seid ihr nicht ganz dicht, oder was? Da kriegst du so einen Blutdruck, da. Das wird immer mehr, dass man sowas sieht, liest und hört und so. Stellt euch mal vor, wir würden das im Rettungsdienst machen. Dann würden wir gar keine Patienten mehr kriegen, weil wir die Verordnungsstelle entweder alle für tot erklären. Oder wir würden sagen, ach, hast du den Arm abgerissen, ist ja nicht so schlimm. Wächst von alleine wieder noch. Ne, ist wirklich von alleine wieder aufzubluten. Mann, 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 du. Ihr habt wirklich an deiner Marmel. Lasst so eine Scheiße sein. Behandelt eure Patienten vernünftig, bis sie wieder gesund sind. Und dann könnt ihr sie auch mit gutem Gewissen weglassen wieder nach Hause. Und dann könnt ihr auch vermeiden, dass sowas wieder in der Zeitung steht, Mann. Mann, 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 du. Das ist echt alles nicht mehr normal hier, du. Hätte doch keine Sau im Kopf mehr aus, doch!